ein Hadith Qudsi. Es geht um ein Hadith Qudsi, ein heiliger Hadith. Und wir haben ja gelernt in Ulum al-Quran, was ist ein Hadith Qudsi? Hat das mit Jerusalem was zu tun? Ja, mal gucken, ob... was ist ein Hadith Qudsi? Hadith Qudsi sind heilige Hadithe, die Aussagen von Allah sind, ja. Die aber entweder die auch Daif sein können oder auch Sahih. Genau. Aber wer erzählt die? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Über Allah. Über Allah subhanahu wa ta'ala. Sehr wichtig. Qudsi, hat das mit Jerusalem zu tun? Nein. Qudsi ist mit Taqdis al-Tatir, die Reinigen. Ah, das Reinigen. Die Malaika haben zu Allah gesagt, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Wir reinigen uns. Ah, das heißt, es ist gereinigt. Aber Hadith Qudsi hat nicht die gleiche Stellung wie Koran. Warum? Hadith Qudsi kann sahih sein, kann daif sein, kann auch munkar sein. Ah, irgendjemand hat das gesagt. Und subhanallah, es gibt unter den Muslimen viele Hadithe, die verbreitet sind. Und es gibt keine Grundlage für diese Hadithe. Subhanallah. Also, Hadith Qudsi über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Hadith habt ihr schon gehört, aber ich möchte heute noch einmal, inshallah, langsam mit euch diesen Hadith bearbeiten und das inshallah auch ins Internet geht, um mich in erster Linie daran zu erinnern, an die Verpflichtung, die ich gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala eingegangen bin und diejenigen, die hier sitzen, nochmal erneut daran zu erinnern, dass wir eine Verpflichtung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala eingegangen sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt über Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, und dieser Hadith ist überliefert von dem Imam al-Bukhari, rahimahullah. Und Imam Ahmed, fi musnadih, rahimahullah, uba Abi Huraira, radiyallahu anhu, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren von diesen Leuten, die jetzt in diesem Hadith erwähnt werden. Bei Allah, ein Verlierer ist derjenige, der sich Allah subhanahu wa ta'ala zu Feinden genommen hat, yawm al-Qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, thalathatun, ana khasmuhum yawm al-qiyam. Allahu Akbar. Drei, ich bin ihr Feind am Ende der Tage. Und in anderen Hadithen haben wir, Hadith Muslim, dass Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, thalathatun, tusa'aru bihum an-nar yawm al-qiyam. Drei, mit denen wird das Höllenfeuer am Ende der Tage angezündet. Ja, wir gucken mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich Menschen aussucht, die für das Höllenfeuer schon vorbestimmt sind, aber nicht nur das, mit dem wird das Höllenfeuer angezündet, warm gemacht, heiß gemacht, um zu zeigen, dass wir die ersten Verlierer am Ende der Tage sind. Wer sind es? Menschen, die unter uns leben. Menschen, die auch die Moscheen besuchen. Menschen, die vielleicht der eine oder andere unter uns denkt, MashaAllah, der Bruder, ich wünschte, ich wäre wie er. Jemand, der liest den Koran, Allahu Akbar. Und er kann den auswendig. Allahu Akbar. Und er hat eine sehr schöne Stimme bei der Rezitierung. Allahu Akbar. Und wenn er in der Moschee ist, sagen die alle, nee, geh du vor. Er liest. Nur wie Ibn al-Qayyim sagt, kommt die Nafs und übernimmt diese Gabe von Allah, sie übernimmt es. Er tut es nicht mehr für Allah subhanahu wa ta'ala. Er tut es, damit die Menschen sagen, MashaAllah. Jedes Mal, wenn jemand sagt, Allah, gerade wie du gelesen hast, das hat mein Herz beben lassen. Dann kommt der Shaitan und sagt, siehst du? Normalerweise musstest du der König unter diesen Menschen sein. Und dann seine Nafs erhebt sich, bis er vor Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Dann stehen die Engel zugegen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe dir diese Gabe und diese Gabe und diese Gabe. Sagt er, ja Allah. Und du konntest den Koran auswendig. Sagt, ja Allah, ich habe den Koran auswendig gelernt für dich. Und ich habe den rezitiert für dich. Und ich habe den unterrichtet und gelehrt für dich. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du hast gelogen. Allahu Akbar. Du hast gelogen. Dann sagen die Engel, du hast gelogen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, deine Belohnung hast du schon auf der Erde bekommen. Bei uns gibt es keine. Und sie nehmen ihn und stecken ihn im Höllenfeuer. Jemand stirbt für Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat gekämpft, bis er getötet wurde, kommt Yawm al-Qiyamah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe dir Mut gegeben. Was hast du damit gemacht? Sagt, ja Allah, ich habe für dich gekämpft, bis ich getötet wurde. Sagt der Kadhabt, du hast gelogen. Warum? Weil als du gekämpft hast, wolltest du den Ruhm. Wolltest du, dass die Menschen sagen, ja, Flan ist ein guter Kämpfer, ist ein Mutiger.
Du hast deinen Anteil in dieser Dunya bekommen. Bei uns heute gibt es keinen Lohn mehr für dich. Weißt du, dass ein Mann zum Propheten Muhammad gekommen ist? Guck mal die Gefahr. Sagt ja, Rasulallah, der Mensch möchte für Allah sterben, doch er möchte auch berühmt werden. Was bekommt er für eine Belohnung bei Allah? Sagt der Rasulallah, wala shay. Nix. Subhanallah. Sagt ja, Rasulallah, ich will für Allah sterben. Aber ich möchte nebenbei auch, dass die Enzyklopädien und mich auf Wikipedia und mich alle und die Menschen über mich sprechen und schreiben und so. Was habe ich bei Allah? Sagt der Rasulallah, nix. Nix. Warum? Du kriegst eine Belohnung. Das ist genauso wie mit dem Muslim, mit dem Mu'min und dem Kafir. Der Kafir bekommt seine Belohnung für seine guten Taten in der Dunya. In der Akhirah gibt es nichts. Subhanallah. Und ein Mann spendete für Allah. Kommt Yawm al-Qiyamah, sagt, ja Allah, ich habe für dich gespendet, dieses Geld, was ich alles ausgegeben habe. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du hast gelogen. Und die Engel sagen, du hast gelogen. Warum? Er hat das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala getan. Das sind Menschen, die haben sich Allah zu Feinden gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem heiligen Hadith, drei sind meine Gegner, Yawm al-Qiyamah. Wer ist der erste, ja Rasulallah? Sagte Rasulallah, Allah hat gesagt, ein Mann ging eine Verpflichtung durch mich ein, doch hat er sie nicht erfüllt. Rajulun, ahada bi thumma ghadab. Ein Mann ist gekommen, hat bei Allah geschworen und hat Allah zum Zeugen gemacht und hat Allah subhanahu wa ta'ala zum Kafir gemacht. Ha? Doch als er diese Verpflichtung eingegangen ist, hat er sie nicht eingehalten. Weißt du, wenn wir heute unter uns Menschen, wenn ich zu dir komme und sage, machst du das für mich, tust du das für mich, und ich sage, ja, ich schwöre bei Allah, ich mache das, ich schwöre bei Allah, ich mache das, und dann mache ich das nicht. Vielleicht diese Freundschaft ist beendet damit. Warum? Weil du bist kein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Aber das ist nicht das Gleiche wie mit Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der mit Allah subhanahu wa ta'ala handelt und gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala eine Verpflichtung eingeht, muss er sie einhalten. Wie viele von uns haben eine Verpflichtung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala eingehen wollen? Sagt ja Allah! Diese Freundin, dieser Kontakt, al-Haram, dieser Sinner, dieses Stehlen, dieser Weg, den ich gehe, den möchte ich nicht mehr gehen. Diese Clique, diese Freunde, diese Gegend, dieses Geld, was ich jeden Tag in meiner Tasche habe, ich möchte mich davon freimachen. Und doch dreht er sich um und kehrt wieder zurück, wo er angefangen hat. Das ist bei Allah gewaltig. Gewaltig. Dieserjenige, der das tut, hat Allah subhanahu wa ta'ala zu Feinden gemacht. Und Wallahi al-Azim, wenn ich überlege, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, ذَرُنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Wallahi, diese Aya ist ein Zitat. Weißt du, was Allah sagt? Lass mich mit demjenigen, den ich erschaffen habe, alleine. Ich werde mich schon um ihn kümmern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ali Imran, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. Allah warnt euch vor sich selbst. Allah warnt euch vor sich selbst. Weißt du, wer Allah ist? Allah subhanahu wa ta'ala hat nur einen Befehl durch einen Engel gegeben an Qaum Lut in Palästin. Da hat Jibril alayhi salam, und was meinst du, wer Jibril ist? Rasulullah salam sah ihn auf einem Stuhl sitzen. Er hat dieses Horizont zugemacht. Und das ist nur ein Geschöpf. Er hat mit einer Feder, seine Feder, die Erde da doch bei Palästin in Lut hochgehoben. Die Engel haben die Schreie der Hähne gehört im ersten Himmel. Hat sie umgekippt und nach unten geschickt. Das ist nur ein Engel. Und was meinst du, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Fatih, und er hat Soldaten, die er nicht kennt. Allah subhanahu wa ta'ala hat Soldaten auf der Erde und im Himmel. Es gibt eine schöne Sache, die zeigt, wie der Mensch wertlos ist. Zwei Ägypter unterhalten sich. Einer ist Beduin und einer ist ein Gelehrter. Dann sagt der einfache Mann zum Gelehrten, ich schick für Ibn Adam. Sagt er, was reicht für Ibn Adam? Ja, nee, als Essen. Sagt er, ein Stück Brot. Ja, nee, ein Stück Brot macht dich auch gesund. Einer isst jetzt ein Fladenbrot, ha? Mit Salat ein bisschen drin. Und einer isst jetzt ein Steak und Fisch und so. Beide werden satt. Das ist kein Problem.
Es geht nicht darum. Er sagte, ein Stück Brot wird ihm reichen in dieser Dunja, wenn er davon isst. Dann sagte er, was bringt ihn denn um? Sagt er, Schar'a. Guck mal, diese Luftröhre. Ah, wenn ein Stück etwas reingeht, könntest du daran ersticken und sterben. Sagt er, und was bringt ihn zum Fallen? Sagt er, ein Schubser. Ein Schubser. Sagt er, was stört seinen Schlaf? Sagt er, eine Ba'a. So vielleicht ein Milbe oder irgend so ein kleines Tier konnte seinen ganzen Schlaf stören die ganze Nacht. Sagt er, am Sheikh, hat die Ba'i alaiha? Gibt es jemanden, der auf dieser Erde überleben wird? Sagt er, auf gar keinen Fall. Verstehst du? Das ist diese Dunya, über die wir reden. Die Überheblichkeit eines Menschen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala.